Hey Leute, was geht? Wirtshausen Fitness hier und guck mal hier. Bam! Zack! Wir gehen jetzt Sumo-Kreuzheben und Schulterpressen bzw. Bankdrücken. Alles in einem Tag, weil ich habe es ausfallen lassen gestern, weil ich Videos bearbeiten wollte und weil ich ja bei der Freundin war. Deswegen habe ich es ausfallen lassen. Wird heute nachgeholt. Und aus diesem Grunde leben wir jetzt den Lifestyle. Aber meine Freunde, wir leben nicht irgendeinen Lifestyle, sondern wir leben den Lifestyle, in dem man noch, ja, sowieso Pfandflaschen und wir leben. So, ich bin weg, ne? Ciao! Tschüss! Und mit Luft rein. Was? Ja, ich pumpe da jetzt nicht auch noch Luft rein. Hinten! Boah, Leute, gönnt euch das hier. Dem Real Life. Graphics. Ich muss mal kurz checken, ob ich überhaupt meine Karte dabei habe. Gönnt euch. Als ob ich die Hurenkarte nicht hab, man. Ey. Ohne Witz, Alter. Ihr seht mich auch gar nicht, ne? So. Der Lifestyle. Aber der Lifestyle ist auch genauso schnell zu Ende wie er. Nein, da ist die Karte. Ist doch nicht zu Ende. So, und deswegen. Pumpe und Söhne. Nehmen wir jetzt den Fahrradmeister. Bis gleich, meine Freunde. Peace. Hallo, Leute. Schaut euch das mal an, Alter. So fühlt es sich an, mit so Oberschenkeln Fahrrad zu fahren. Nice. Ich lebe den Lifestyle. Guck mal da, die Nachbarschaft. Schön grüßen. Alles am Start. So, Leute. Ich komme mir ein bisschen weird vor, wenn ich hier so erzähle und Leute filme. Meint ihr nicht auch? Die haben auch schon geguckt. Die haben schon ein bisschen weird geguckt. So, also wir gehen jetzt auf jeden Fall. Dead. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall eine Sumo-Kreuz heben, Overhead-Press und Bankdrücken machen. Ich versuche in 2 Stunden durchzukommen, weil danach will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was schneiden. Und ich will noch eine Runde, das heißt eine Runde, ein paar Runden mit dem Finn zocken. Mit dem Finny-Boy, den kennt ihr ja mittlerweile auch. So, jetzt noch schnell drüber. Boah, gelb, doch. Die gelbe Farbe. So, Leute. Der Lifestyle. So. Okay, mir folgt keiner. Ach. So, komm, jetzt ein bisschen sinnvolles Tyson jetzt hier. Weiß ja nicht, hier machen wir mal so ein bisschen Feedback zu den Vlogs, weil ich glaube, da streiten sie, da gehen echt so die Meinungen auseinander. Den einen gefällt das ganz gut, denke ich. Und den anderen, dem passt das so, passt das einfach mal gar nicht. Und was ich gar nicht bedacht habe, ist, dass der Wind ja übelst den Ton abfuckt. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Ganze jetzt hier und wir sehen uns im Training. Peace! Hey Leute, was geht? Wirtshausen Fitness hier und hi. Ja, herzlich willkommen zum Sumo-Kreuzheben. 200 Kilo, 6 Sätze, 3 Wiederholungen, danach Overhead Press, denn es wurde zusammengelegt, wie ich ja schon angekündigt habe, und danach noch ein bisschen Bankdrücken. Und jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Ich habe jetzt ein paar Videos geschnitten, aber nach dem Training ging es mir richtig abgefuckt beschissen. Das sind jetzt noch 190. Das gehört noch alles zum Aufwärmen und hiernach kommen jetzt die 200. Und das war wirklich zum Teil ein Kampf. Ich hatte nichts zu trinken dabei und es war hart am Limit. Ey. Meine Fresse sieht auch aus. Ich war jetzt auch noch nicht duschen seitdem. Ich bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und habe direkt mich hier ans Schneiden gegeben. Jetzt haben wir schon 10:30, Mann. Ich mache jetzt noch den Take hier, dann schneide ich das und dann packe ich das in die abgefuckte Rendermaschine und dann gehe ich mal verdammt nochmal duschen, Alter. Ich fühle mich wie so, richtig wie so ein, aber schaut's euch an, guckt da. Und das an meiner Hand, das ist, ich hatte hier ein Pflaster drauf, auf dem Ding, weil das reißt immer über die Hose. Ich hatte ein Pflaster drauf, das ist immer abgegangen, da habe ich mir einfach die Handgelenksbandage und ein Klebeband drum gewickelt. Deswegen, einfach nur um das Pflaster festzuhalten, weil ansonsten wäre mir das hier andauernd aufgerissen und das kommt nicht so gut, meine Freunde. Machen wir mal hier ein bisschen so.
Hi. Warte, ich stütze meine Hand auf der Flasche ab. Das scheint nicht zu funktionieren. Geht das so? Ohne dass mein Finger im Bild ist. Och, Tyson. Aber schaut es euch mal an. Nicht nur wehleidig jetzt hier, sondern auch Sumo-Kreuz sehen. Da. Schaut euch das mal an. Na, ordentlich schon am Kämpfen. Und ihr seht's da. Fuck! Meine Adduktoren haben gefeuert, Alter. Die taten weh wie sonst was. Jedes Mal, wenn ich die Spannung gelöst hab, Alter, ey. Und da die erste Rap schon direkt verkackt. Ihr habt's gesehen, wie langsam die war. Die zweite war auch nicht viel besser. Der fünfte Satz war echt mit einer der schlechtesten noch. Guck mal, da die dritte, wie die da noch hochgezeckt wird, ey. Und jetzt noch der letzte, der sechste Satz von vorne, da einmal veratmet. Ihr seht's wieder. Und direkt nochmal einen draufsetzen. Nicht zu viel denken, das ist immer sehr wichtig. Aber es läuft. Da musste ich nochmal ein Reset machen, das war halt wirklich. Es war haarig zwischendurch, echt, ey. Ich habe jetzt mal mir gedacht, ich mache das Ganze mal jetzt hier was länger. Damit ihr auch was davon habt. Ich habe jetzt hier einiges, ihr seht es wahrscheinlich, ihr könnt es ja schon sehen. Ich habe jetzt wirklich Overhead Press noch dazu gepackt und das komplette Bankdrücken noch dazu gepackt. Das heißt, das Video ist lange. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Viele wollten ja auch wissen, ja, was machst du noch so. Die Supplemental sind jetzt nicht dabei. Theoretisch hätte ich noch gemusst, weil ich habe zwei Trainings zusammengelegt. An sich Box Squats, dann Adduktoren, Gluteus, ganzen Isolationsübungen, Mobility. Das wären locker nochmal 2 Stunden oben drauf gewesen. Dann hätte ich machen müssen, weil Overhead Bank war, Trizepsisolation, hintere Schulter, also komplett Schulterisolation und dann noch funktionales hintere Schulter und Mobility. Auch nochmal für die Scheiße. Locker auch nochmal 1,5 Stunden und dann wäre ich heute einfach 6 Stunden fast im Gym gewesen. Also 5,5, ihr merkt schon, meine Trainingszeiten sind meistens so zwischen 2 und 3 Stunden, wenn ich da alles mit Mobility und so mache. Und da seht ihr das. Und mir ist ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich das Rechengewicht irgendwie erhöht. Ich war bei 65 Kilo. Das ist jetzt der erste Satz mit 65, glaube ich. Ja. Und ich habe den Gürtel noch an vom Kreuzheben und habe gedacht, was geht denn ab? Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ihr seht dann, wie ich da am Suffern bin. Ja, war einfach zu viel Rechengewicht. Danach halt runtergegangen auf 62,5. Und dann ging es auch. Ich habe auch den Gürtel ausgezogen, der hat mich gestört. Ich konnte nicht richtig die Rumpfstabilität aktiv da in Gang bringen. Und dann mit 62,5 ging es halbwegs. Aber Overhead Press ist schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen am Limit, aber da müsste ich vielleicht von der Steigerung runtergehen. Ich habe die ja jetzt auch relativ immer hochgesteigert für Overhead Press. Ich glaube 5 Kilo habe ich jetzt immer drauf getan. Aber gut, einmal werde ich noch 5 Kilo machen und danach dann immer nur um 3 oder so. Und Bankdrücken habe ich ja bisher auch um 7,5 gesteigert. Da werde ich auch nochmal um 7,5 steigern und danach dann auf 5 runtergehen. Denn das geht im Moment so gut. Für die Neuen, die dazugekommen sind, Bankdrücken, ja, ich bin schwach da drin. Ich hatte aber auch jetzt 1,5 Jahre lang nicht die Gelegenheit, das zu machen. Und überhaupt was zu machen, Schulter, Trizeps, irgendwie. Weil Impingement in der Schulter konnte ich aber behandeln. Und jetzt geht es wieder vorwärts und aufwärts. Und ja. Das ist das Ganze. Und da seht ihr es jetzt, das ist der letzte Satz Overhead Press. Das heißt auch 6 Sätze, 3 Wiederholungen mit 62,5. Der erste war mit 65. Und im Anschluss daran Bankdrücken. Und ihr wollt ja auch mal sehen, wie ich mich aufwärme oder so. Bla. Und ihr seht das jetzt. Natürlich nach dem Overhead Press erstmal ungewohnt, weil der Körper will direkt. Ich lege die jetzt mal hier hin. Warte, ich komme runter. Weil der Körper will direkt, Wand da weg, nach oben drücken, weil er die Bewegung schon drin hat. Ja? Das heißt, man muss sich erstmal dran gewöhnen, man fängt langsam an, mit 20, also erstmal mit der Stange, dann 40 und ihr seht da, wie viele Sätze ich mit 40 mache. Ich glaube, 3 oder 4 Sätze habe ich jetzt gemacht und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen explosiver. Halt die Schnauze! Wird das Ganze schon ein bisschen explosiver. Der Arsch geht ein bisschen, das sieht so aus, als würde der hochgehen. Der geht aber nicht hoch, ich spanne ihn nur an. Ihr seht ja, ich habe ja einen Arsch wie ein Pferd. Und wenn ich den halt anspanne, dann kriege ich so ein bisschen. Gut, da geht er vielleicht auch ein bisschen hoch, weil ich halt einfach keinen Widerstand habe. Ja, das sind ja nur 40 Kilo. Bei 60 Kilo auch noch ein bisschen wenig Widerstand.
den Leg Drive da anzubringen. Ja, das heißt, an sich spanne ich das Ganze nur an. Nur es kann natürlich sein, wenn das Gewicht zu niedrig ist, dass der Arsch mal hochgeht. Aber normalerweise sieht es nur so aus. Da jetzt zum Beispiel ist der Arsch die ganze Zeit auf der Bank. Es sieht nur so aus, dass es leicht hochgeht, weil ich das einfach anspanne. So, es kann sein, dass die Kamera mir gleich ausgeht, weil ich habe noch eine Minute Speicherplatz. Das heißt, ja, schaut es euch an, wenn ich weg bin, bin ich jetzt gleich weg. Der Arsch geht nicht hoch jetzt bei den Sätzen. Hab noch ein bisschen 90 gemacht, dann noch zwei Sätze mit 100 und wieder runter. Es ist halt einfach frei. Ich bin halt frei in meinem Training, vor allem wenn ich die Assistance-Sachen mache. Da mache ich das, wie ich das will. Die Supplemental, also jetzt das danach. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, Leute, ich habe euch lieb. Und ich habe danach noch ein Video gemacht auf dem Fahrrad. Könnt ihr euch auch noch angucken. Ich war auf jeden Fall übelst im Arsch danach. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Gönnt euch das noch. Bis dahin, macht's gut. Soll ich noch hinauszögern? Nicht, dass es gleich zu Ende ist. Ich sag schon mal tschüss, falls es zu Ende ist. Peace, ciao. Und die 100. Aber man sieht, dass die Stärke schon weg war. Schultern, Trizeps waren auf jeden Fall schon ordentlich am Arsch. Bis dahin, macht's gut. Peace. Leute, der Gang ist mir zu schwer. Fuck, einmal mal. Nein, es ist. Na, so. Hey Leute. Hey Leute, was geht? Tyson Fitness hier. Und das ist die Packung, die man bekommt, wenn man einen Tag Training ausfallen lässt. Ja, weiß nicht, ob man das vielleicht gesehen hat. Ich habe mich jetzt echt am Ende noch durchs Training gequält. Ich habe was zu trinken vergessen. Ich fühle mich echt scheiße, mir ist auch übelst schlecht. Warum bin ich so dunkel? Jetzt bin ich hell. Mein Take zum Kreuzheben vielleicht noch, was Sache war. Am Anfang war ich sehr zuversichtlich. Dachte ich so, strong. Warte mal, Moment. Oh, ich habe gerade übelst. Oh, fuck. Mir ist schlecht, Alter. Mir ist schlecht. Ich sehe bescheuert aus. Oh Gott. Oh, fuck, ey. Am Anfang dachte ich so, ja, läuft, Alter, die gehen da übelst gut hoch. Zwischendurch musste ich nochmal meine Technik finden, meine Arschposition. Das sind so die Quittungen, die man bekommt, wenn man das Ganze nicht durchzieht. Und warte, ich versuche mal freihändig zu machen, dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. Nicht durchzieht und, oh, fuck. Ey, gegen Ende, vielleicht hat man es gesehen, hat sich ganz schön gezogen. Also die Pausen. Ganz klar, 3 bis 5 Minuten, am Anfang vielleicht 2, ja, maximal 2, der erste Satz so. Danach dann aber schon 3 bis 5 Minuten, weil es wurde übelst hart. Beim Bankdrücken oder bei Overhead Press 1 Minute Pause vielleicht, ja, maximal vielleicht 2 am Ende. Ne, noch nicht mal. Da habe ich mich ja mit den Gewichten vertan. Der erste Satz war ja 65, aber das Trainingsgewicht hätte 62,5 sein müssen, eigentlich sogar weniger. Und deswegen, der erste Satz war ein bisschen fucked up und ich hatte den Gürtel halt an durch Sumo-Kreuzheben vorermüdet und dann halt Overpress voll am Arsch, ohne zu trinken und dann am Ende noch ein bisschen Bankdrücken, einfach nur so. Aber man hat gesehen, Schulter, Trizeps waren voll, waren schon übelst am Arsch und jetzt fängt der Wind wieder an. Das heißt, ich würde sagen, wir beenden das Ganze und dann, jetzt wurde ich gerade ausgelacht, weil ich mit der Kamera hier fahre und dann melde ich mich nachher bei euch. Alles klar? Also, was heißt nachher? Jetzt ist das Ding ja schon zu Ende. Ich rede ja gerade schon zu euch. Deswegen macht's gut. Peace.